Hallo, ich bin Dimitri Köppelmann und ich habe ein zweites Buch geschrieben. Es ist in gewisser Weise eine Fortsetzung meines ersten Buchs und es ist in anderer gewisser Weise ein völliger Bruch mit meinem ersten Buch. Es spielt in Kiew und es spielt im Technischen Rathaus der Ausländerbehörde im Büro von Frau Kunz. Es spielt auch sehr mit meinen Gefühlen. Es spielt auf die grausame deutsche Politik an, wenn es darum geht, Menschen einzubürgern, auch Menschen wie mich, nach 25 Jahren. Es gibt Katzen, es gibt Korruption, es gibt Katzen, habe ich schon gesagt. Und um meine Mutter. Ja, um meine Mutter geht es auch. Ich bin sehr aufgeregt und würde mich freuen, wenn Sie es bald lesen.